In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gango Lose» rede ich mit dem Joe Wiesner über... Über das Messerschmieden. «Gango Lose». Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gango Lose». Den Podcast kannst du auf Spotify hören oder Apple Podcast und mit Bild auch auf YouTube. Und wenn du uns jetzt gerade mit Bild auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass ich alleine da bin seitens von «Gango Lose» und einen Gast habe. Wer bist du? Ja, mein Name ist Joe Wiesner, komme von Eschlismatt und ich bin Messerschmied. Cool. Was du genau machst als Messerschmied und wie es dort hergekommen ist, das hören wir nachher. Mhm. Zuerst fangen wir aber mit der Kategorie «Was schaust du an?». Das machen wir immer. Dort geht es darum, dass unsere Gäste uns aus dem Kulturkuchen Sachen empfehlen. Oder aber abraten davon, je nachdem. Ja, bezüglich schauen, was ich gerade momentan durchsuchte, kann man so sagen, ist The Big Bang Theory. Mhm. Also ist eigentlich schon recht alt, aber es ist jetzt gerade das, wo ich alle Staffeln durchschaue. Und ja, Sitcoms allgemein finde ich ja, so ein bisschen mühsam, sage ich jetzt mal, oder das immer das Gelächter und das «Oh» und das das, also, finde ich richtig Absturz eigentlich. Aber dort finde ich es eigentlich noch geil, ja. Werden die immer noch produziert? Nein, soviel ich weiss nicht mehr. Nein, was ist die letzte Staffel gewesen? Die 11 oder 12? Okay. Ja. Also hat es auch ewig gegeben in dem Fall? Ja, ja, es hat es recht lang gegeben, ja. Ist aber lustig, weil Big Bang Theory hat mich nie gepackt. Das will ich am Anfang auch nicht. Das ist immer so ein bisschen, ich habe wirklich eine Zeit lang viel Sitcoms geschaut. Halt, früher noch ganz früher, ich bin ein grosser Friends-Fan. Also ja, nicht Ursprung, aber eine von der ersten grossen, richtig erfolgreichen Sitcoms neben Seinfeld. Und nachher habe ich Scrubs durchgeschaut und ich habe auch How I Met Your Mother natürlich durchgeschaut. Aber Bang Theory hat mich wirklich kalt gelassen. Ja. Ja, gut. Ja. Hören, musiktechnisch bin ich gerade auf dem Rammstein-Trip. Cool. Ja. Wie findest du das neue Album? Ja, da muss ich mich so ein bisschen der Mehrheit anschliessen, damit es nicht so packt. Das sind, ich finde, die Lieder, die so richtig ballert haben, die haben es einfach schon vor Release vom Album rausgehauen. Das war Deutschland und der Radio. Mhm. Die sind natürlich sehr, sehr geil. Zum Album selber, was mir noch gefallen hat, ist Puppe gewesen. Mhm. Also am Anfang auch so, ich sehe schon, ich war im Zoo, gerade morgen am 7. etwas, und ich so dachte, Fuck, was ist das? Eine hysterische Psychoanfall. Ja, genau, das ist mir genau auch so gegangen. Ja. So im, ich meine, man kennt seine Stimme und weiss, was er kann. Und dort in diesem Song, finde ich, macht dann einmal etwas Hurgeiles. Ja, und das hat am Anfang eigentlich nicht so gefallen, aber finde ich jetzt eigentlich ziemlich geil. Ja. Das ist noch das andere gewesen. Zeig dich. Gefällt mir noch vom neuen Album. Ah, ja, das finde ich auch cool. Um Gottesglauben, um das Christentum geht. Ja. Finde ich inhaltlich sehr spannend zum Hören. Ja, das vom neuen Album. Hast du Tickets für nächsten Sommer? Nein, noch nicht. Nein. Ich glaube, es ist ausverkauft mittlerweile. Ah, schon, Wenn du es noch nicht hast, dann... Ja. Ich weiß nicht, ob es gerade zwei Konzerte machen, ehrlich gesagt, aber das wirst du herausfinden. Ja. Das Lieblings-Rammstein-Album? Ich glaube, die meisten Lieder, die mir gefallen, sind im Album «Mutter». Mhm. Die «Sehnsucht» finde ich noch toll. Wann ist das? Das ist auch schon uralt. Das ist mein Jahrgang. 97 ist das, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, «Mutter», das sind, glaube ich, die meisten Lieder, die mir gefallen. Ja, ich glaube, ich nenne immer «Sehnsucht» als mein Lieblings-Rammstein-Album. Ja. Und nachher hat es auf allen... Ich finde es immer so lustig, wir haben es gerade letztens diskutiert mit Kollegen. Ich finde, es hat auf allen Alben, auch auf dem neuen, zwei, drei hure geile Songs. Ja, ja. Und es hat aber auch ein paar Songs, die man nicht so zusagen. Und wenn man alle diese geilen Songs zusammennimmt auf ein super Album, dann wird es ein super geiles Album. Ja, das ist so, ja. Ja. Was höre ich sonst noch? Kraftklub habe ich auch für mich jetzt entdeckt. Kann ich nicht so, Ist natürlich ein bisschen punkmässig. Kann ich gar nicht so viel zusagen. Ich sollte erst gerade anfangen zu hören. Zwischen allgemein Genre ist halt einfach so Punk, Metal, Rock, also so klassisch, AC/DC.
Das ist eher so ein mein Musikstil, sage ich jetzt einmal. Hörst du auch zum Schmieden? Zum Schmieden selber Rammstein nicht. Eignet sich ja gerade so zum Intakt. Ja, es ist... die Maschinen sind so laut, Hammerschläge sind so laut, das bringt eigentlich nichts, dass sie noch voll Kröschen abladen. Sonst zum Arbeiten lasse ich eigentlich immer viel Rammstein und allgemein Musik. Obwohl ich muss dazu sagen, Rammstein muss ich dann manchmal auch hören. Mhm. Also irgendwie finde ich, jetzt so ein bisschen, sie sind auch so ein bisschen melancholisch und düstere Texte. Steckt mich manchmal auch ein bisschen an. Mhm. Da muss ich sagen, ja gut, jetzt haben wir eine Stunde gelost, jetzt, ist auch gut. Jetzt können wir etwas vielleicht funky lassen, so als Ausgleich. Ja, das sicher lasse ich immer zum Arbeiten, aber in Massen, sage ich jetzt einmal. Cool. Ja. Ja, du hast eigentlich jetzt schon ein bisschen erzählt, was du eigentlich machst. Mhm. Gib doch trotzdem mal einen Zuhörer und Zuschauer einen Kontext. Erstens, was machst du jetzt genau und wie ist es denn gekommen, dass du das machst, was du machst? Ich ganz einfach gesagt, ich tue Messerschmieden. Also von Grund auf, oder? Gibt den Unterschied Messermacher, Messerschmied. Der Messermacher hat sozusagen den Stahl, den er rausschleifen und so die Messer bauen. Und der Messerschmied tut eigentlich mit Feuer, Glühungen, Stahl, Hämmer, Amboss Messer herstellen. Ich tue jetzt hauptsächlich den Damaszener Stahl herstellen. Das ist der gefaltene Stahl, den man von Japan kennt. Oder? Die haben das recht publik gemacht. Wo man halt mehr als einen Stahl kombiniert und eigentlich faltet. Und das Messer kann dann 200 Lagen haben, 300 Lagen, 1000 Lagen. Also es ist eigentlich ähnlich wie ein Blätterteig, wo man immer das ganze Stahlpäckchen immer wieder faltet und so die Lagen multiplizieren. Was hat das für einen Vorteil gegenüber von nicht gefaltetem? Der Vorteil ist, oder, dass man einfach mit mehr Stählen spielen kann. Also mit der Eigenschaft, jeder Stahl hat eine Legierung, also Elemente drin. Das haben sie auch gewisse Eigenschaften. Die tut man einfach kombinieren. Oder? Da kann man einen harten Stahl, der schnittfähig ist, kann man kombinieren mit einem zähen Stahl, damit das Messer also Flexibilität hat und nicht nur steibig und hart ist. Mhm. Oder? Das hat so der Vorteil, das ist halt, durch das ewige Schmieden oder das Falten, das man macht, tut man das Gefühl, also die Struktur vom Stahl tut man verdichten. Das heisst, es wird alles sehr kompakt und durch das qualitativer. Das Dritte, was man kann sagen, ist halt einfach auch die Masserung, die es halt auch im Damast gibt. So Mosaikmasserungen, da kann man ganz verschiedene Techniken machen. Ist einfach das Handwerk, das man halt einfach gesehen im Messer. Das sind so die drei Punkte. Und das ist dann immer klar für dich, dass wenn es ins Messer reingeht, dann wird das die Technik sein oder sind andere Sachen dann auch noch zur Debatte gestanden? Jetzt einfach allgemein beruflich und jetzt einfach Messer machen. Nein, da habe ich mir schon gedacht, wenn schon, dann schon der Damaszener Stahl. Gibt es denn viele Leute, die das machen? Ich habe das Gefühl, länger wie mehr, oder wenn ich so ein bisschen Zeitungen schaue, gut, ich bin auf Instagram, dort sucht man natürlich nach dem und hat man das Gefühl, dass es immer wie mehr wird. Aber wenn ich da wirklich zwecke, es ist glaube ich einer, also es sind oftmals immer wieder ein bisschen an Ort, tauchen Leute auf, die jetzt Messer machen, Messer schmieden. Also ich habe allgemein das Gefühl, dass so handwerkliche Berufe immer wieder wie mehr aufkommen. Ich habe vorher ja noch Käufer gelernt, da kommen wir auch noch dazu später. Eigentlich gibt es nicht viele Leute, aber ich habe das Gefühl, immer wie mehr. Steigend, ja. Du hast schon gesagt, da kommen wir auch noch dazu. Erzähl doch mal, wie bist du beim Messerschmied gelandet? Ja, da kann ich einfach mal von Grund auf also, aushalten. Also fang mal vorne an, wir haben Zeit. Ja, also Faszination, Messer, Schwerter, Äxte, Bieli, Bögen, das habe ich eigentlich als Kind immer gehabt. Oder? Das hat mich dann so gepackt, Mittelalter, Merit. Und ich einfach, ja, hat irgendjemand etwas dängeln, der Hufschmied oder so etwas. Oder? Und ich bin einfach dort Stab oben, bis meine Eltern können suchen, wo ich jetzt bin. Ja, und das ist, die Faszination ist dann so ein bisschen, wie soll ich sagen,
bisschen hängen geblieben. Früher bin ich ja wirklich, der Vater hat mir das Messerheftchen gekauft, das es jetzt noch gibt, das Messermagazin. Und ich bin wirklich stundenweise als kleiner Bub von diesem Heftchen gesehen und habe geschaut, so hypnotisiert gesehen, oder, diesen schönen Messer. Aber die ganze Faszination ist so ein bisschen in der Jugendoberstufe so ein bisschen verloren gegangen, oder? Es ist ein bisschen darum gegangen, also um Berufswahl, oder? Und ist das irgendwie, ja, irgendwie gar nicht so zur Sprache gekommen, oder gar nicht so gedacht, dass man das könnte irgendwie realisieren. Und ich bin in der Oberstufe relativ viel geschnuppert, in verschiedene, Richtungen im Pflegebereich, Multimedia, Elektroniker, Gärtner, Florist bin ich so mal, sogar heisst gsi. Winzer bin ich ein paar Mal gewesen, Landwirt und eben noch zu Käufern. Und ja, schlussendlich habe ich mich dann fürs Käufer entschieden. Bin dort zweimal eine Woche gewesen und habe dann die Ausbildung dort gemacht. Ist eigentlich lustig, weil du sagst, oder der Messerschmied ist eigentlich nicht zur Debatte gestanden, weil das hat man eigentlich nicht so gewusst, dass es gibt. Aber Käufer ist jetzt noch viel weniger bekannt. Ja, es ist, ja, stimmt, hast recht. Ja, es ist dann ich glaube einfach auch nicht in den Sinn gekommen, oder? Es ist für mich, ich weiss nur, es ist für mich sehr eine schwierige Zeit gewesen. Also ich muss sagen, ich bin von der Persönlichkeitsentwicklung her noch nicht so weit gewesen, dass ich jetzt gesagt habe, ich kann jetzt einen Beruf lehren. Ich hatte das Gefühl, das geht vielen Leuten in diesem Alter, das ist mir dann 15, 16, tendenziell eher noch ein bisschen jünger. Ja, die müssen halt einfach einen Beruf lehren, fertig, oder? Und dann hast du halt etwas gemacht. Ja. Es ist jetzt nicht das, was ich jetzt gesagt habe. Nein, also hat mir jetzt nichts gebrungen, Scheissdreck überhaupt nicht. Mhm. Das hat mir viel gebrungen zu Käufer, oder? Dort habe ich einfach allgemein... Ich muss schnell erklären, was es ist, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute nicht wissen, was das ist. Die Käufer tun eigentlich Holzgefäß herstellen. Hauptsächlich eigentlich Fässer, Weinfässer aus Eichenholz. Das habe ich zur Küsnacht am Rigi gemacht. Die Käuferei Suppiger. Und ich habe dort Fässer von 20.000 Liter hergestellt. Wir haben Bottiche gemacht von 50.000 Liter. Oder klassische Barrik, wo 225 Liter Fässli sind. 20 Liter Fässli. Wellnessbereich habe ich auch Standard gemacht, Hotpot quasi. Ja. Fußbadebecken, einfach Holzgefäße in dem Sinn habe ich hergestellt. Und genau nach der Ausbildung habe ich einfach so gefunden, das ist halt schon nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Es hat wirklich auch Tage gegeben, wo ich nicht gerne arbeiten wollte. Und ich habe das ganz, ganz schrecklich gefunden, dass ich jetzt aufgestanden bin. Das hat mich gerade an die Show erinnert. Es ist einfach, du musst dich wirklich dort heransiechen. Und du willst einfach uns für oder nicht, oder? Mhm. Aber du musst halt einfach. Und ich habe das so, das sind ja wenige Tage gewesen, oder? Und einfach gefunden, das kann es nicht sein, dass ich einen Job mache, wo ich so ein Gefühl habe, oder? Und deswegen habe ich eben ich meine, das würde in den Sinn kommen. Da ist eben ja mal Faszination für Messen oder für Schmieden da gewesen. Und dann habe ich einfach nach der Käuferlehre gesagt, gut, gehen wir mal ein Praktikum bei einem Messerschmied machen. Beziehungsweise ein Messerschmiede-Ehepaar, ein komisches Wort. Mein Vater hat das Ehepaar gekannt, könnte immer noch, wo eben Messerschmiede sind, tut den Damaszenerstahl schmieden, macht Schmuck daraus, er macht Messer daraus. Und ich durfte dort eigentlich ein Praktikum machen. Und ja, schlussendlich bin ich dort 2 Jahre gewesen. Also hat sich ein längeres Praktikum. Ja, hat sich gezogen, ja. Und dann ist dort halt einfach auch langsam ein bisschen Zeit abgelaufen. Und einfach gefunden, du, ich mache jetzt das einfach. Also ich konnte mir nicht vorstellen, irgendetwas anderes zu machen. Ich habe wirklich gespürt, es ist voll mies, ich kann kreativ sein. Es entspricht meiner Faszination, Schmieden, Hämmern, Messer allgemein, oder? Und das einfach steinhart durchgezogen. Natürlich schon mit Ängsten, oder? Aber da hat mich natürlich mit dem Vater so ermutigt. Er hat immer gesagt, mach einfach, schau an, mach, reagieren, einfach machen, oder? Und das habe ich gemacht. Und seit letztem Dezember 2018
bin ich selbstständig. Also ist jetzt noch sehr, sehr frisch das Ganze, aber läuft, ja. Können wir nachher auch noch darauf zurück, was braucht es alles, um überhaupt selbstständig sein und wie geht man das an? Ja, gerade wenn man noch so jung ist wie du eigentlich. Du hast vorhin ja gesagt, du bist in der Sekte in deiner Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so weit gewesen, dass du irgendwie, mich dunkt es aber jetzt mit dir redet, und das ist ja noch nicht so lang her, eigentlich, die Sektzeit, dann wirkst du sehr reflektiert und sehr erwachsen. Wie ist denn die Persönlichkeitsentwicklung so schnell vorwärts gegangen, denn plötzlich ist das? Ich finde, den grössten Gump habe ich eigentlich in diesem zweijährigen Praktikum gemacht, weil das sind auch Leute dort gewesen, ja, das sind ein paar dort. Die so ähnlich tickt haben wie ich, so ein bisschen alternativ oder so ein bisschen sich dem ganzen System ein bisschen in Frage stellen. Oder es sind einfach so ein bisschen mehr Leute, die so ein bisschen meinem Denken ein bisschen entsprochen haben und das irgendwie auch so ein bisschen gefördert hat. Oder? Man hat sich verstanden und hat eigentlich sehr bewusst geworden oder hat sehr direkt konkret geworden durch das. Also es war einfach die Zeit gewesen, wo ich finde, eigentlich der grösste Gump gemacht habe. Vorhin hast du deinen Vater noch angesprochen, dass er aber dich auch sehr unterstützt. Vielleicht noch schnell zum Erklären, wer dein Vater ist, weil er ist auch nicht ganz eine unbekannte Persönlichkeit. Ja, mein Vater ist der Stefan Wiesner, ein so bekannter Hexer aus dem Entlebuch, wo avantgardische Naturküche hat, oder? Und auf der einen Michelin-Stern hat und 18 oder 17 Gummio-Punkte, also auf dem hohen Level auf dieser Küche kocht. Genau. Inwiefern ist es Fluch oder Segen, wenn der Vater eine Person ist, die man ein bisschen kennt und jetzt gerade... Es hat beides, ja. Also, was mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, ist natürlich immer im Dorf, oder? Einfach das ganze Dorf kennt einfach die Wiesner Familie. Das heisst immer, wenn du durchs Dorf durchlaufst, oder? Hi Joe, guten Morgen. Und ich so, hallo. Hi. Hi. das ist immer so ein bisschen unangenehm. Ich wäre halt gerne so ein bisschen verdeckt gewesen, oder? Also, es ist ja nicht so, als wären wir jetzt irgendwie grossartig. Nein, Nummer, aber ich in Aschlis Matt selber halt. Ja, man könnte einfach Wiesner von mir so, oder so kann man es sagen. Das ist aber so ein bisschen, ja nicht störend, aber Effekt. Was jetzt halt so ein bisschen ein Fluch ist, kann ich sagen, ist halt mehr so kindheitsbasierend gewesen, oder der Wirte, man könnte es vielleicht das Wirtekind, oder? Halt, die Eltern waren viel am Arbeiten, viel allein gewesen. Du musst ein bisschen schauen, wie du dich selber beschäftigst. Das war sicher mal ein Fluch von dem Ganzen, von dem Bekanntheitsgrad oder vom Wirt allgemein. Vom Beruf selber, ja. Genau. Was jetzt natürlich ein Segen war, ist zum Beispiel, oder, dass der Vater einfach Messer schmieden könnte. Oder? Das wäre vielleicht, wenn er jetzt nicht Koch wäre oder Wirt, wäre das natürlich überhaupt keine Option gewesen. Oder? Dann dachte ich, ja, kannst ja nicht gehen, oder? Und halt, weil er die Leute gekannt hat, die ich dir können gehen. Das ist eben das Sagen, ja. Wie ist es mit Publicity? Kannst du von dem auch ein bisschen profitieren? Oder? Ja, natürlich, das muss man natürlich schon sagen, dass ich ganz am Anfang, oder jetzt habe ich schon ein bisschen mit durch Instagram und sonst präsent, habe ich viele eigene Kunden, oder gerade am Anfang ist... sie viel kommt halt vom Vater kommen, oder? Weil der Vater Gourmet-Gäste, oder? Er macht Wurstkurse, sonst diverse Kurse und die Leute sind halt einfach im Haus, oder? Und ich habe die Werkstatt gerade hinten zu und ich arbeite ja am Samstag auch noch, die Kurse sind meistens am Samstag. Da kommen die Leute raus, die können gerade bei mir am Arbeiten zuschauen, das ist halt sehr authentisch, oder? Also wenn du einmal nur die Messer ausgestellt hast, oder wenn du gerade am Schmieden bist, dann wirkt das viel anders auf die Leute, oder? Und jetzt sind viele, oder sind immer noch, kommen Aufträge rein. Instagram auch die Leute anschreiben, Termine ausmachen. Wie findet man dich auf Instagram? Jetzt haben wir schon zwei, drei Mal Instagram erwähnt. Messer_Werkstatt. Gut. Ja. Oh, ja. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben.
Oh nein, bezüglich zu der Homepage, du hast mega schöne Fotos auf der Homepage. Unter anderem auch mega schöne Porträtfotos. Wer hat die gemacht? Das ist der Marcel. Das ist so ein spezieller Nachname. Marcel irgendwie. Aus Zucki, aus... Ach, Scheiße, ich weiß es nicht. Mach nicht. Ich habe gerade Der Messi hat die Fotos. Ich habe auch zweimal Kurs gemacht beim Vater. Ist auch bei mir gewesen. Haben noch ein Messer geschärft, oder irgendwie ein Messer dabei gehabt. Das mache ich manchmal, oder? Eben geschwind Messer schärfen für die Leute. Und eben ist es darum gegangen, dass ich mal langsam eine Homepage haben sollte, oder? Und dann habe ich angefangen und einfach gefunden, du, ich habe gar keine gescheite Fotos. Ich muss eigentlich gar nicht jetzt grossartig anfangen. Ich habe lieber zuerst mal Fotos haben, das so ein bisschen das Putz zusammensetzen, oder? Und dann habe ich ihn angefragt, ob es möglich ist, dass er mir Fotos machen kann, aber hat nicht wirklich Geld, oder? Wie es halt so ist am Anfang. Ja, genau. Und da habe ich ihn angeboten, dass ich ihm ein Messer schmiede, dass man den ganzen Prozess von seinem Messer, wie ich das geschmiedet habe und hergestellt habe, dass wir das dann föteln, Stimmungsfotos machen, Produktfotos, also vom Messer, Porträt. Dann habe ich so ein Gegengeschäft gemacht. Ja. Cool. Ich habe mir aufgeschrieben, dass andere in diesem Alter, so nach der Lehre, jetzt hat man die Lehre abgeschlossen, mache ich mal ein Zwischenjahr, vielleicht mache ich reisen, Party, ein bisschen Leben geniessen und so. Hast du gerade nicht gemacht? Nein, ich habe mir gesagt, ich erzähle das den Leuten auch alle so, oder nach der Lehre, andere Leute gehen reisen. Ich gehe halt arbeiten. aber das ist ja wirklich, das ist für mich, am Anfang war das sehr, sehr easy gewesen. Oder mein Lehrmeister hat irgendwann auch ein bisschen die Schraube angezogen, aber es war für mich am Anfang auch sehr erholend gewesen. Das habe ich eigentlich schon wie aus Zwischenjahr empfunden. Glück, ja. Und natürlich mit dem Gedanken, das wollte ich professionell machen. Mhm. Oder? Hat viel Selbststudium gehabt, oder mache ich immer noch. Immer wieder Foren austauschen mit Leuten, oder was sie Erfahrungen mit dem Stahl gemacht haben, oder Wärmebehandlungen, oder Klingengeometrien, Hölzer und alle Sachen. Oder tut man es immer wieder ein bisschen austauschen, lesen, was so geht. Und, ja. Ist es für dich klar gewesen, dass du es selbstständig machen willst, oder wenn jetzt ein riesen Jobangebot rum gewesen wäre, dann hättest du dich auch anstellen lassen? Oder wie ist da die Überlegung zur Selbstständigkeit nachher? Mir war einfach klar gewesen, nach diesen 2 Jahren habe ich einfach gesagt, das wollte ich einfach machen. Es gibt nichts anderes, quasi. Und ich habe einfach schon kurz geschaut, ob man irgendwie bei jemandem könnte arbeiten bei einem Messerschmied. Oder? Aber das ist natürlich nicht möglich, weil das sind so kleine Buden und das ist so eine kleine Szene. Oder? Mhm. Dort hast du nur irgendwie Stellenangebote. Oder? Und so etwas wie eine Victorinox oder irgendetwas, das ist halt nicht das, was ich nicht unter Messer schmieden verstehe, oder? Also es ist mir halt schon wichtig, das Handgemachte von Grund auf, das ist mir halt für den Käufer wichtig gewesen, so bin ich eigentlich auch aufgewachsen. Und deswegen ist eigentlich nur die Option übrig geblieben, oder? Und das hat konkret ausgesehen, ich habe ein Darlehen bekommen von den Eltern, dass ich einfach die Maschine und alles kann kaufen kann. Also Zutaten, Tische, also Hobelbänke und alles. Und habe jetzt einfach eine sehr, sehr kleine Bude. Die ist, was ist die? Etwa 25 Quadratmeter, gar noch weniger. Ist mal ehemaliger Pferdestall gewesen, wenn wir früher Rösser hatten drinnen. Noch ganz früher ist es ein Hundezwinger gewesen. Also es ist manchmal umfunktioniert worden. Also es ist wirklich auf sehr kleinem Raum, habe ich einfach das Nötigste können einrichten. Ich kann dort drinnen voll wirken. Ja. Ja, nimm uns doch noch schnell mit auf die Reise. Du bist irgendwann mal heimgekommen und hast die Eltern gesagt, ich mache mich im Fall jetzt selbstständig. Ja, es ist so ein bisschen...
Kann man das sagen? Das ist der... Oder der ganze Prozess auch. Also hast du dir da, wie man es so könnte, mit Businessplan aufstellen und das Ganze gut durchdenken und so weiter? Oder ist es einfach, also wie kompliziert ist es gewesen, sich selbstständig zu machen? Und was ist, bist du eine Einzelfirma? Ja, oder ja, hast du rechtliche? Nein, ich bin Einzel. Ja, es ist eigentlich, es ist einfach gewesen. Also wir haben gefunden, man kann mit relativ wenig Geld kann man die Maschinen und Zutaten kaufen, die man braucht. Eigentlich braucht es nicht kein Befehl, um Messer zu schmieden. Und einfach gefunden, oder ich habe mal zu den Eltern gesagt, ja, selbstständig. Oder es einfach mal so diskutiert. Ich tue viel mit den Eltern diskutieren, wie man die Sachen anschaut. Und dann gefunden, ja, kannst du machen. Mhm. Machen wir. Wir unterstützen dich quasi. Du musst natürlich alles retour zahlen. Mhm. Sinnlos. Immerhin. Ja. Und eigentlich ist es nicht... Ja, es ist mehr eine emotionale Sache gewesen, die es halt kompliziert gemacht hat, oder? Inwiefern? Es ist halt einfach in der Lehre gewesen, oder mit wenig Geld auskommen. Dann gerade Praktikumslohn. Ist jetzt auch nicht riesig? Nein, es ist eigentlich noch wirklich unterdurchschnittlich gewesen, also eigentlich rechtlich wäre, oder? Was ist rechtlich? Was wäre es gewesen? Zweieinhalb, dort etwas rum. Okay. Hätte ich gemeint. Es ist einfach mehr so eine Sache gewesen, ja, wollte ich das wirklich machen, oder? Für mich ist einfach so ein Schritt, alles kaufen, 30'000 Franken, ist für mich viel Geld gewesen, ja, in dem Sinn, oder? Also wenn du nie wirklich Geld gehabt hast, das ist ja immer so gedacht, ja, das ist jetzt wie ein riesengroßer Lebensentscheid, wo entscheidet, ob es dein Leben dem Achter abgeht oder nicht, so habe ich das irgendwie empfunden. Und es war mir eben so ein emotionaler Konflikt gesehen, was eben kompliziert gemacht hat. Sonst das Kaufen, Einrichten, Versicherungen, das ist eigentlich weniger etwas Kompliziertes gewesen. Ja. Das kann man alles nachlesen und nachschauen, oder? Oder nachfragen. Genau, das haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen. Es gibt immer Leute, die es wissen, wie es geht. Das finde ich aber cool. Ja, mich beeindruckt mich einfach, dass du mit halt eben schon relativ jung gesagt hast, so, und jetzt bin ich selbstständig und mein eigener Chef. Und das nachher so durchziehst, das finde ich recht cool. Nur ist es jetzt so, du hast jetzt dein Zeug gekauft und dann mal Messer geschmieden, aber dann müssen ja die Leute eigentlich auch noch wissen, dass es dich gibt. Und Wie machst du Akquise und wie kommst du zu neuen Leuten? Du hast vorhin schon mal erwähnt Instagram, aber die Leute auch zuerst überhaupt abonnieren, damit sie dich sehen. Also wie funktioniert das? Wie kommst du zu deinen Aufträgen? Das eine war eine Zeitung, vor allem. Ich war im Entlebucher. Vom Entlebucher bin ich Luzern oder Zentralschweizer Sonntagszeitung. Von der bin ich in Salz und Pfeffer reingekommen. Das ist jetzt immer so ein bisschen von den Medien so ein bisschen hergekommen. Also, sie sind auf dich zugekommen? Ja, sie sind eigentlich auf mich zugekommen. Hast du nachher gefragt, wie sie auf dich gekommen sind? Ja, sie haben mir gesagt, Zeitungsbericht oder Instagram, das ist... Also, ich habe nicht eine riesengroße Reichweite, aber die Reichweite, die ich habe, sind genau, bis jetzt genau die richtigen Leute, oder? So, dass ich jetzt, also bis jetzt habe ich noch Aufträge für die nächsten 3 Monate, bin ich sicher noch ergebig dran, oder? Und bis jetzt hat es immer so funktioniert, dass einfach die ganze Zeit Aufträge, dass ich fast in Sei gekommen bin, ja? Also bis jetzt hat es immer so funktioniert, mit einer kleinen Reichweite, aber es sind einfach die richtigen Leute darunter gewesen. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Ich habe noch ein bisschen recherchiert und da einige Medienartikel gefunden gehabt. Eben zum Beispiel Entlebucher Anzeige, Luzerner Zeitung und so. Jetzt bist du voll am Durchstarten. Ja, das kann man schon nicht so sagen. Wie soll ich sagen? Es ist ein bisschen Definitionssache, was jetzt ein grosser Erfolg ist, was ist Durchstarten. Also von mir aus gesehen bin ich am Durchstarten. Ja, ich finde es mit dem Geschäft jetzt relativ einfach, was erfolgreich ist. Nämlich, ob das Geschäft weiter besteht und du überlebst und dir deinen Lohn kannst auszahlen, dann bist du wahrscheinlich erfolgreich. Ja, ja, das ist so. Also der Lohn ist nicht, jetzt gerade im Moment noch nicht der höchste. Aber, wie viel zahlst du dir aus? Was ist jetzt... 3'700. Also es ist schon, fix? Ja, es ist schon drunter, aber jetzt gerade momentan, ich denke für ein halbes Jahr, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr Selbstständigkeit, aus dem Nichts rausschiessen, bin ich eigentlich mit dem recht zufrieden. Natürlich ist das Ziel dann schon mal
Schlusswort eine fast Milliard. Nein. Im besten Fall. Ja. Nein, es ist, das Ziel ist dann schon, erstmal hohen Lohn zu haben, dass ich halt einfach auch eine Familie kann durchbringen kann. Mhm. Das ist natürlich schon etwas, was ich, also jetzt mit 22 natürlich nicht, aber irgendwann möchte ich schon meinen Lebensunterhalt von den Kindern alles können, aus dem raus bekommen. Das ist eigentlich so das Grobe oder das Ziel. Wie hast du vor, das zu machen? Weil heisst das, also du bist ja relativ eingeschränkt, wenn du ein Einmannbetrieb bist. Die Produktion steigern kannst du ja nicht gross, außer du würdest andere Maschinen irgendwie zum Produktion ja, fördern. Ja, das wäre so. Natürlich nur etwas, oder? Aber dort kommst du wahrscheinlich dann irgendwann in Konflikt mit deiner Philosophie, die du hast, oder möglichst handgemacht und so. Also irgendwo wird wahrscheinlich so ein eine Limite sein. Wo das ist eben der produktiv sein, das ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Mhm. Sicher noch, die Werkstatt ist wirklich sehr klein, also wenn du mal drinnen wärst, dann würdest du nicht können vorstellen, dass ich dort drinnen Messer kann produzieren kann. Das ist sicher etwas, wenn man vielleicht andere Buden hat, ist das sicher auch viel dynamischer drin, weil wenn ich mich jetzt durch die Bude bewege, wo eigentlich immer aufgeräumt ist, muss ich gleich schauen, dass ich nicht Zeug abschlagen und alles. Das ist wirklich das, was bei den Produktiven so ein bisschen einschränkt. Was man jetzt aber kann sagen, ist, dass eigentlich meine Messer von den Preis her noch wirklich drunter sind. Ja. Für das, was sie an Qualität haben, an Zeitkosten, sind sie eigentlich drunter. Gibt ein Messer, Schmied in der Schweiz, oder? Der kann seine Messer ab 2'500 bis 5'000 Franken verkaufen. In dieser Preisklasse bin ich jetzt noch nicht. Oder? Mhm. Sag's mal, meine Messer aus Damaszener stehen jetzt bei 1'200 Franken circa. Kommt natürlich darauf an, was konkret. Monostammmesser sind bei 800, 900 Franken. Die Preise sind natürlich tief, oder? Weil ich einfach auch gefunden habe, du kannst jetzt nicht einfach aus dem Nichts kommen und dich jetzt als Oberchef da deklarieren, oder? Und Messer so raushauen. Ich habe einfach gefunden, man tut Säuferli anfangen, wo immer noch viel Geld ist, oder? Muss man dazu sagen. Aber ein bisschen Säuferli anfangen und die hat einfach aufschaffen auch. Und heisst einfach, wenn ich ein qualitativ hochstehendes Messer würde wollen haben, dann müsste ich jetzt noch eins kaufen von dir, weil es ist eher preislich ja, eigentlich underpriced. Gut. Ja. Also ich hoffe, es sind ganz viele Leute gehört. Ja. Ja, nein, das ist natürlich schon, ich finde, man muss sich einfach etablieren und dann kann man auch mit dem Preis rauf. Und eben, wenn man dann sieht, was das eigentlich für ein Aufwand ist, oder? Es gibt die Kunden, die das bereit sind zu zahlen. Allgemein auch Designermöbel. Oder kann ich jetzt auch eine Ausstellung da in Luzern? Neustall. Neustall, genau. Genau, also ich finde, Geld ist in der Schweiz kein Problem. Genug vorhanden. Ist genug vorhanden. Man muss halt einfach schauen, wie kann man zu diesen Leuten kommen. Oder? Und bis jetzt finde ich, bin ich auf einem guten Weg, dass ich das Publikum ansprechen kann. Für Anfang. Natürlich ist noch sehr viel Luft nach oben. Und eben etablieren, damit der Preis halt auch da ist, rauf, dass man halt auch ein bisschen zu etwas kommt, oder? Aber ich denke, ja, ich finde jetzt für die kurze Zeit, wo ich anfangs selbstständig bin, finde ich, bin ich eigentlich schon ziemlich weit. Produzierst du sowieso einfach Messer und hast quasi dann einen Stock, den du kannst verkaufen, oder produzierst du vor allem auf Bestellung? Es ist vor allem auf Bestellung. Das andere würde sich wahrscheinlich nicht lohnen, oder? Nur schon wegen dem Material, das du dann kaufen musst und vielleicht nicht wieder los ist, oder wie? Ich denke, jedes Messer wird früher oder später seinen Platz finden, sage ich jetzt einmal. Es ist einfach, die meisten sehen halt Messer, oder? Was auch wichtig ist. Und man sieht, was alles möglich ist. Gut. Und sie wollen halt einfach wirklich spezifisch eigene Sachen. Sie wollen halt die Form ein bisschen selber bestimmen. Sie wollen Zwingenmaterial, Griffmaterial, Formen, wenn sie halt selber die können einbringen. Also es ist, eigentlich habe ich fast keine Zeit, etwas so ein bisschen für Ausstellung zu machen, Lager zu machen. Es ist bis jetzt immer alles Kundenauftrag und dann fertig abschicken, nächstes Kundenauftrag. Und ja, so ist es eigentlich ja ideal, oder? Ja, sicher, ja.
Und natürlich, wenn man meistens mal ein kleines Fenster hat, versucht man sicher noch eins mitzumachen oder für die Ausstellung, dass man halt einfach auch den Leuten einfach zeigen kann, was ist möglich. Oder halt auf Fotos zeigen, schau das, das habe ich für den und den gemacht. Das ist natürlich nicht zu vergleichen, als wenn du halt wirklich fertige Messer kannst zeigen, wie es dir kann aussehen. Mhm. Oder? Aber das meiste ist jetzt Kundenauftrag. Was ist so der Kundenauftrag, wo du besonders stolz drauf bist? Oder das Messer, das du findest, das ist so das Parademesser von mir, wenn ich eins jemandem zeigen müsste, dann das, oder das Ausgefallenste oder so? Das kann ich jetzt nicht so sagen. besonders stolz. Für jedes Einzelne eigentlich. Also, was ist das Speziellste, weil es irgendwie besonders speziell ist? Ich soll das beschreiben? Es war das Kuchimesser, so eine spezielle Santoku-Form. Das ist eine japanische Form, die eigentlich heisst drei Tugenden übersetzt. Das heisst Gemüse, Fisch, Fleisch. Es ist ein bisschen moderner gehalten, relativ grober Damasch, also ein grobes Muster im Messer. Ein Messingzwinge, ein schwarzer Ebenholzgriff. Das ist so mal, glaube ich, mal das Highlight bis jetzt gewesen, was vielen Leuten am besten gefallen hat und mir auch. Wie viele Stunden Arbeit geht in so einem Messer? Ja, das sind sicher 35 bis 40 Stunden. Also eine Arbeitswoche fast quasi. Kann man so sagen, ja. Ja, für so Küchenmesser sicher. Küchenmesser sind aufwendiger zu machen, also darf man länger sein, oder? Die brauchen wirklich einen Planschliff, ist schwieriger zu machen, als wenn man ein Outdoor-Messer, das ein bisschen einen balligen Schliff hat. Ja, kann man so etwas sagen, so eine Arbeitswoche. Mhm. Sehr aufwendiges. Ja. Gibt es irgendeinen Kunden, der besonders stolz ist, dass der jetzt, dass du weißt, in diesem Restaurant, in dieser Küche oder so, der Starkoch, der braucht, der arbeitet mit dem Messer von dir? Was jetzt nächsten Samstag wird kommen, darf ich das sagen? Du darfst alles sagen. Ich darf also alles sagen. Von mir aus darfst du alles sagen, du musst das wissen. Der Schweizerhof. Da zu Luzern, der Küchenchef wird für ihre Gerichte oder ein spezielles Gericht, wenn sie ein Tranchiermesser haben. Und das war natürlich bei der Ferien, ich war in Barcelona gewesen. Und das Mail gesehen, das hat mich natürlich schon sehr gefreut, dass halt ja, hat halt schon ein bisschen Stellenwert, der Schweizer Hof, oder? Dass man auf mich kommt und dass ich darf für sie Messer machen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und das ist jetzt sicher ein Projekt demnächst, wo ansteht, aber wie das konkret aussieht, weiss ich noch gar nicht. Ich weiss nur ein Tranchiermesser. Und ja, private, irgendwie eine grössere Bestellung von 6 Steakmesser, damals 10er Stahl, gewünscht hat. Das ist natürlich auch ein Auftrag, der mich sehr gefreut hat. Aber ja, das sind so ein bisschen die grösseren Besitze. Ja. Gibt es auch manchmal, also wir haben das teilweise beim Filmen, dass wir schlussendlich ist es ein Auftrag und dann muss man etwas herstellen, was man jetzt selber so nicht würde machen. Hast du auch schon mal ein Messer hergestellt, wo du jetzt gefunden hast, jetzt nicht einen Schönheitspreis, aber wenn du so willst, dann mache ich dir das so. Ja, das ist natürlich schon vorgekommen. Ja. Das ist natürlich ein absoluter Konflikt, oder? Wo man hat mit sich selber, wenn du irgendwie, ja, und dann kommt einfach ein Messer so, wo irgendwie erstens nicht schön aussieht und irgendwie auch technisch irgendwie nicht so Sinn macht. Ich versuche das schon ein bisschen, ich versuche schon, man kommt ein bisschen darauf einzuweisen, ja, wenn wir das so und so machen, haben wir dort und dort Einbussen und so, aber schlussendlich ist das Messer vom Kunden und ich mache das so, wie er das will. Und nicht wenn und aber halt. Auch wenn ich es nicht so würde ich machen. Das ist aber etwas, wo ich finde, das habe ich recht müssen lernen da. Dass es schlussendlich, also es ist halt immer, es ist eine Kreativarbeit, wo wir beide machen, oder? Und du gibst dort etwas rein, aber schlussendlich ist es halt der Kunde, der sagt, wie es geht und er hat wie das letzte Wort. Und so mit dem Ego, das Ego-Detail ein bisschen zurückschrauben. Ja, das ist ja so, ja. Also das Geilste ist natürlich schon, in der Zeit hast du so Messer für Ausstellung machen, so kannst du wirklich einfach die Messer so herstellen, wie du willst, oder? Und jedes Messer, das ich jetzt aus meinem Kopf gemacht habe, ich habe dort Zeichnungen gemacht, die haben am Schluss komplett anders ausgesehen, wie ich es gezeichnet habe. Oder? Das ist schon manchmal bei den Kundenaufträgen so, ich mache mit dem Kunden einen Termin ab, ich tue es vor ihm zeichnen, wir tun alles besprechen
Und dann dunkelt uns das beide gut, oder? Am nächsten Tag hast du schon wieder das Gefühl, ja, das und das könnte man anders machen, das könnte man kürzer machen, das könnte man noch ein bisschen breiter machen, das Proportionen stimmen irgendwie nicht so ganz, oder? Und dann, ja, machst du es halt einfach so, wie man den Handschlag gehabt hat, oder? Ja. So wie es dann war, machen wir es halt einfach so, aber... Du hast auf deiner Homepage steht, mir ist es wichtig, wenige, dafür aber schöne Dinge zu haben, welche für mich auch einen emotionalen Wert haben. Ich liebe es, meinen Messern durch meine Leidenschaft einen ganz eigenen Charakter bzw. eine Seele verleihen zu können. Es bereitet mir immer ein wenig Herzschmerz, eines meiner Messer gehen zu lassen. Genau. So Messer, aber ein bisschen weniger Herzschmerz dann, oder? Ja, das klingt... Wow, jetzt treibst du mich die Engel. Ja, sorry. Dann lassen wir das so mal stehen. Nein, was soll ich sagen? Es ist einfach, jedes einzelne Messer ist einfach... Einfach wie... Das klingt jetzt so abartig kitschig, aber wie ein Teil von mir, oder? Mhm. Ich habe es quasi gezeichnet, ich habe es von Grund auf selber hergestellt. Es ist dann wie ein Kind, das du jetzt weggibst. Mhm. Also ein bisschen überspitzt gesagt, oder? Mit den Kundenaufträgen ist es immer noch so, weil schlussendlich ist man gleich stolz auf das, was man gemacht hat, auch wenn man es jetzt ein bisschen anders gemacht hat, oder? Aber es ist gleich nicht immer so einfach, das stimmt, ja. Das auf Post zu bringen. Das glaube ich. Es kommt immer ein bisschen darauf ab, wie wert das ist, oder? Wenn mir ist eigentlich auch wichtig, dass die Kunden immer persönlich vorbeikommen, weil es halt für mich auch ein bisschen etwas Persönliches ist, oder? Deswegen kann ich mir wie einen Online-Markt oder so einen Online-Versand quasi nicht vorstellen, oder? Wo ich einfach meine fertigen Messer reingehe und die Leute bestellen das einfach. Also erstens mag ich nicht mit Produktion machen, also ich habe schon das Gefühl, dass in Zukunft alles so wird bleiben, so wie es jetzt ist. Und eben zweitens ist das mir sehr unpersönlich, oder? Ich habe kein Problem, dem Messer zu verkaufen, wenn ich weiss, der und der hat das und hat Freude daran. Genau. Man merkt, das ist für mich, mein Beruf ist halt wirklich so ein bisschen etwas Persönliches. Für mich ist das halt nicht einfach ein Beruf, den ich einfach mache, dass das Geld reinkommt. Für mich ist das eigentlich Lebensinhalt, das, was ich mache. Ja, so sollte es ja auch sein, eigentlich. Das wünsche ich eigentlich jedem für seinen Job, oder? Ja, natürlich. Also wäre natürlich das Ideal für jeden, oder? Aber ist leider nicht so. Ist nicht so. Wer sollte zu dir kommen, ein Messer kaufen? Jeder. Und warum soll ich zu dir kommen, ein Messer kaufen? Warum bei mir? Weil ich auf alle Wünsche eingehen kann. Ich habe wirklich, einer ist wirklich spezifisch gekommen, hat gesagt, Fischmesser ausweiden, er ist Norwegen, machst du mal, oder? Du musst jetzt selber recherchieren, Norwegen, da darf ein Messer nicht mehr als 12 cm, oder die Klingenlänge nicht mehr als 12 cm haben. Ich kann einfach sehr, sehr auf Kunden eingehen, oder? Ich mache da Formen und Grössen, wo andere vielleicht schon ein bisschen sagen, ja, nein, mache ich gar nicht, komme ich wirklich nur da behalten, in diesem Rahmen behalten, versuche ich immer wieder ein bisschen hinauszugehen, so ein bisschen aus meiner Wohlfühlzone. Aber nur bin ich auch eingeschränkt mit Maschinen. Länge ist ein kleines Problem mit dem Ofen, den ich habe. Ich sage ja, Länge ist ein kleines Problem, aber mit Formen und Breiten, Dicken kann ich mehr entgegenkommen. Ist es übertrieben, wenn ich als Hobby koche, der gerne daheim kocht, ein Messer kaufen, das du gemacht hast? Ich finde nicht. Also es ist eine sehr individuelle Sache. Also ein Mensch, der ein Messer wirklich nur mit und zum Zweck ist, für den macht das natürlich keinen Sinn, ein Messer, ein handgeschmiedetes Messer zu kaufen. Aber einer, der hat einfach Freude hat, auch an Handwerk hat, der versteht, was dahinter ist, wo versteht, das ist ja mein persönliches Messer, das ist ein Unikat, das ist mein eigenes, das ist einmalig, das wird es so nicht mehr geben, nie mehr. Das muss jeder für sich selber sagen, ob das Sinn macht. Ich sage, es macht Sinn. Es macht Sinn.
sagt natürlich jeder ja, über sein Handwerk. Muss, muss, das ist komisch, wenn nicht. Ja, und es ist natürlich auch so ein Messer, hast du einfach deine Erlebung, oder? Also ein Messer bekommst du nicht zu Boden. Das kannst du vererben, und wenn du so auf einen Tag willst, umrechnen, dann zahlst du irgendeinen kleinen Rappen am Tag, oder? Mhm. Also, ich finde, das ist eine Investition fürs Leben eigentlich, und ja, ich finde, das macht Sinn. Cool. Ja. Wir kommen langsam zum Ende. Mhm. Findest du, es gibt etwas mega Wichtiges, was wir noch nicht angesprochen haben? Nein, meiner Seite wäre ich auch. Gut, Seite. Dann nützt die Plattform noch und mach noch ein bisschen Werbung für dich. Was muss man noch wissen? Wo findet man dich? Wie kommt man zu dir? Ja, Instagram haben wir schon angesprochen. Messer Underline Werkstatt oder auf der Homepage www.messerwerkstatt-wiesner.ch. Bin immer wieder aktualisieren. Instagram bin ich sehr aktiv. Bin immer wieder Stories machen, was ich gerade bin und immer wieder neue Werke posten. Also, ja, kann man gerne schauen. Und ich habe noch gesehen, du bietest auch Schmiederlebnis an. Ja, genau. Das haben wir noch nicht angesprochen. Was ist das genau? Kann ich mit dir zusammen mein Messer schmieden? Genau, das Schmiederlebnis ist eigentlich quasi Messerschmiedekurs, kann man so sagen. Da geht 3 Tage, wo ich einfach, einfach den Kunden sein Messer kann schmieden kann. Und finde, das geht neueste, das Persönliche haben wir ja angesprochen, das persönliche Messer. Finde, das geht beim Schmiederlebnis noch einen Schritt weiter, oder? Weil man hat es dann auch noch selber gemacht, oder? Klar, es kann jeder kommen, oder? Einer, der jetzt handwerklich nicht so affin ist, sage ich jetzt einmal, tu ich halt mehr helfen. Einer, der das mehr im Gespür hat, oder? Das merkt man ja relativ schnell, mhm. oder? Kann man tut mal weniger helfen. Aber ich möchte einfach den Leuten ermöglichen, dass sie ihr Messer können selber schmieden können. Mhm. Genau. Das und dann finde ich auch alle Infos auf deiner Homepage, wenn ich dazu komme. Natürlich, ja. Cool. Ja. Hey Joe, merci vielmals, dass du da warst. Ja, merci. Mega spannend. Ja. Super. Dankeschön. Alle, die bis jetzt zugelassen haben, merci vielmals für das. Geht unbedingt beim Joe vorbei schauen. Und wir sehen uns beim nächsten Podcast nächste Woche wieder. Bis dann, eine gute Zeit und einen schönen Abend noch. Ciao zusammen. Tschüss. Gangolosses.